Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und im letzten Teil haben wir uns mit den Russen geprügelt. Ich wollte jetzt außerdem mal einen Teil meiner Armee noch hier in Bewegung setzen, um mich hier unten um Tscherkassk zu kümmern. Die Sache ist, diese Stadt hier unten, das ist momentan die russische Hauptstadt, wenn ich mich nicht irre. Oder es ist zumindest so, dass da sein Zar drin ist. Und die würde ich gerne jetzt noch einnehmen, bevor da auch wieder eine größere Truppe zusammenzieht. Und das dann machen wir mal selbst. Man muss einfach jede Schlacht bei Empire selbst machen. Ansonsten kriegt man irgendwann nässenden Genitalherpes vor Aufregung. Es ist einfach, ich habe vorhin diese Schlacht automatisch gemacht und die habe ich dann verloren mit zwei Miliz, komplett Milizbataillonen. Ja, also, nee. Man muss einfach alles selbst machen. Es ist ein bisschen nervig, aber okay, in Herrgotts Namen, wir machen es halt so. Das Spiel wird dadurch extrem viel länger, aber ich meine, es macht mir ja auch Spaß, das zu zocken. Ich spiele es momentan übrigens jetzt in Full HD. Das sieht einfach, upsala, ich habe hier wieder die falsche Steuerung. Das sieht einfach, in 720p sieht das Spiel einfach extrem scheiße aus. Und ich würde es doch gerne so spielen, dass ihr euch das auch einigermaßen ansehen könnt. Lauft mal hier hin. Obwohl, ne, warte mal, Rennen brauchen sie jetzt nicht. Machen es mal einfach ein bisschen langsamer. Ich kann irgendwie hier nicht weiter rauszoomen. Das ist irgendwie das Maximum, was geht. Finde ich ein bisschen komisch. Ah ja, okay, gut, aber dann schauen wir mal, dass wir ihn hier erwischen. Ja, ihr gebt mal Deckung. Während ihr euch hier so breit wie möglich aufstellt. Ein paar Verluste sind ja jetzt in Ordnung. So, wunderbar. Da hätten wir die auch zusammengeschossen. Ihr seht also, selbst wenn er uns voll charged, ja, das ist einfach unglaublich. Ja, ich wollte eigentlich das Gefecht beenden, aber ist jetzt egal. Entschuldigung, ja, jetzt dauert es 2 Minuten länger, aber der haut ja eh ab. Gut, knapper Sieg, wunderschön. Also, ich weiß nicht. Naja, ist mir unbegreiflich, wie man so eine Schlacht verlieren kann, bei einer automatischen Kalkulation. Aber, schön, wir haben es überlebt, die Einheit da ist platt. Du frischst dich mal auf und dann randalieren wir mal noch schnell hier. Und danach gehst du wieder zurück in die Stadt. Sehr schön. Frage wäre jetzt, ob wir hier noch weitere Truppen aufstellen müssen. Wir haben halt auch noch unsere Artillerie da drüben, was eigentlich ganz gut ist. Ich glaube, wir brauchen es nicht unbedingt. Ich mache gerade einen Quicksave. Und was hätten wir jetzt noch zu tun? Ja, jetzt hätten wir noch eine ganze Menge Gebäude, um die wir uns kümmern könnten. Ich wollte auch noch ein bisschen mehr meine, das war ein Tipp von euch, die Forschung mehr zu spezialisieren. Das machen wir mal auch gerade. Ups. Müssen das da drüben? Naja, okay, gut, dann ist es halt da drüben. Also Uppsala forscht momentan nichts. Und es hieß also, in Uppsala solltest du die Militärforschung machen, dann machen wir das mal auch. Novgorod macht dann die landwirtschaftlichen Forschungen und Odense macht gucken wir mal gerade, -1 Zufriedenheit der Unterklasse. Regierung durch Zustimmung, -1 Zufriedenheit, Forderung nach Reform, Städtewohlstand, Städte, Nationales Prestige.
Kann man noch irgendwas in der Richtung forschen, ohne dass die Unzufriedenheit steigt? Naja. Ach, dann gehen wir mal einfach hier auf die Arbeitsteilung. Dauert ja eh Jahrtausende, bis sie da fertig sind. Aber okay, also wir bleiben mal dabei. Ich zoome mal gerade ein bisschen raus. So, jetzt gab es einige Gebäude, die schon lange auf sich warten lassen. Und das sind meine Verwaltungsgebäude hier drüben. Und das machen wir jetzt noch schnell. Jetzt haben wir zwar nicht mehr viel Geld übrig, aber so muss es sein. Ich mache mal, Moment, ich mache mal kurz Pause. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich wollte noch ein Attentat verüben. Attentat erfolgreich, sehr schön. Gut, gut. Kannst du nochmal gerade hier runter? Wirtschaftliche Edelmann. Der sollte dann hier runter, wo wir auch Wirtschaft forschen. Also siehst, man soll gucken, dass sich die Leute spezialisieren. Hier war nicht hier ein Edelmann für uns drin. Eine hier war einer drin, ne? Für Industrietechnologien. Ah ne, warte mal, ich mach's glaube ich genau umgekehrt, ne? Warte mal, das sind ja nicht die industriellen Technologien, ne? Aber plus eins zur Forschung. Ja gut, dann haben wir noch einen zweiten da unten. So, dann gehst du mal hier hin. Haben wir eine Duellchance? 45% ist nicht so gut. Hier ist das Gleiche. Obwohl, ach, versuchen können wir es mal. Ah ja, gut, da haben wir ihn schon mal rausgeprügelt. Kannst du mal da reingehen? Ich meine, Edelmänner sind dafür verantwortlich, Unruhen zu verbreiten. So, zwei Edelmänner sollten es dann schon sein. Dann haben wir da unser Duell gewonnen. Frage ist, was wir jetzt als nächstes machen. Was macht meine Flotte? Haben wir da... Fahr mal zu dem Hafen hier. Sehr arm, echt. Reparieren wir mein Admiralsschiff. Oh ja, schön, ne? Ja, ein Linienschiff hätte ich noch ganz gerne. Die sind halt der Oberkracher, hieß es. Wir haben jetzt noch nicht mehr viel Kohle. Ich hätte gerne noch einen Handelsvertrag mit Savoyen, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Hier warten wir noch ein bisschen, bis sich die Lage beruhigt hat, denke ich. Also die Besteuerung der Provinz ist mir halt schon wichtig. Mit 4000 Kröten, das ist eigentlich recht gut. So. Und die Armee hier wird überwiegend auch fortgebildet. Gucken wir mal, was da noch geht. Ein Krieg mit Preußen steht bevor für meine Begriffe. Aber wir müssen uns ja auch noch um Polen-Litauen kümmern, ne? Hab ich ja ganz vergessen. Genau, das war's ja. Haha, das habe ich ganz vergessen. Wir machen es ein bisschen anders, ja. Geh mal auf die Marine. Und brech das mal gerade ab. Da fehlt ja nicht so viel, ne? So, dann gehst du mal hier hin.
So, du nimmst mit die Kanone. Dann nimmst du noch ein bisschen Linieninfanterie mit. Den General kannst du auch mal mitnehmen. Und dann nimm mal alle die mit, die momentan nicht fortgebildet werden. Die Kavallerie brauchen wir auch. So. Wenn ich die jetzt an Bord nehmen will. Nee, dann wollen die aber da raus. Das ist irgendwie Quatsch. Geh mal hier hin. Also. Ja, komm, die Kavallerie nimmst du mir auch noch mit. Okay, recht gut. Wunderbar. Ja. Ich muss leider einen großen Umweg machen. Schade. Aber ja, um Polen-Litauen sollten wir uns jetzt nochmal kümmern. Ich meine, sie sind ja auch im Krieg mit uns. Als Garnison ist es da mal gar nicht so schlecht. Zumindest bis wir hier wieder alles aufgebaut haben. Um den Edelmann müssen wir uns noch kümmern. Also, wie gesagt, der verbreitet wohl Unruhe da unten. Gut, gucken wir uns mal die nächste Runde an. Wir brauchen wieder ein bisschen Geld, damit wir was gescheit handeln können. Ich hoffe echt, dass die Niederlande sich jetzt da nicht von Preußen die letzte Stadt klauen lassen, denn die sind gerade mit ihrer kompletten Armee aus der Hauptstadt raus. Was machen die Preußen? Da scheint es eine Schlacht gegeben zu haben zwischen Preußen und Niederlande oder Vereinigtes Königreich, okay, ja, oder Vereinigte Provinzen. Gut, die Österreicher reparieren ihre Flotte. Ansonsten werden wir da nicht viel sehen, außer Dänemark, die Richtung Island sich aufmachen. Pass bloß auf mit dem Burschen da. Ich glaube, der will wieder Zeug klauen. Okay, Mission erfolgreich. Wo? Ah, hier unten. Ja, sehr schön. Stimmt, da wollen wir ja auch auf dem Laufenden bleiben. Das sind so die letzten Provinzen, die ich da gerne hätte. Aber als allererstes denke ich auch mit Rücksicht darauf, dass wir ja nicht beliebig schnell territorial expandieren dürfen können und so weiter. Habe ich das Ding vorhin nicht repariert? Naja, wir gehen mal wieder darüber. Okay, Kanonen sind repariert. Das ist eine coole Sache. Ich finde es auch ganz gut, dass man jetzt mittlerweile die Provinzen, wenn man sie kontrolliert, komplett sieht. Das ist eine nette Sache. An den Grenzen, ja gut, da ist es noch ganz anders, aber ist auch nicht schlecht. So, wir schippern mal hier rüber. Ja, sehr gut. Ah, wir sind noch im Frieden mit Polen-Litauen? Ah, ich habe gedacht, wir wären im Krieg mit denen. Halt's mir erstmal meine Jungs. Und dann gehen wir mal hier in unsere Artillerie vor. Dafür ist es ja da. Gut. Ja, du kannst dann. Lass mal, zeig mir mal gerade meinen Attentäter hier, den Spion. Okay, das ist gut. Der hat mir noch zu viele Edelmänner da oben. Der soll lieber mal ein paar andere Sachen da veranstalten.
Ich bin noch nicht so, bin mir nicht so sicher, was er da mit dieser Flotte davor hat. Können wir irgendwas reparieren? Ja, das Ding. Machen wir das. Ah, der Hafen ist gewachsen. Können die Fischereiflotte ausbauen. Das sollten wir auch tun. Okay. Neuer Hafen entsteht. Wo entsteht er denn? Da oben. Schön. Zeig mir mal die Eigenschaften. Also ein Handelshafen ist natürlich ganz nett, aber ich glaube, es ist ja fast besser in diesen weit abgeschlagenen Provinzen, wo wir keine Landwirtschaftsgebäude bauen können, einen Fischereihafen anzulegen. Ansonsten sagt er mir Bescheid, dann reiße ich das Ding wieder ab. Ich weiß nicht, ob ein Handelshafen da so wahnsinnig viel bringt. Der Baubericht ist okay, wunderbar. Die Einheiten habe ich soweit bewegt. Ach genau, ich muss doch hier. Ach, ich bin so ein Trottel. Ich habe vergessen, meine Militärgebäude zu errichten. Okay, das muss natürlich auch sein. Stockholm baut mir natürlich eine Drillschule. Und Moskau baut mir auch eine Drillschule. So. Und ich glaube, man braucht nicht überall eine Drillschule, aber so ein paar wären halt ganz gut, denke ich. So, wie viele Duellchancen habe ich gegen ihn jetzt? 50 und gegen ihn 45. Dann sollten wir uns erstmal an ihm hier versuchen. Okay. Und du? Auch 45. Naja, da scheint der Typ hier schon ein bisschen besser als Duellist zu sein. Vielleicht sehen wir das dann im nächsten Part. Wir haben hier noch einen. Ne, hier nicht. Moment, wo war es? Hier unten. Bitte bilde die mal fort. Wir können hier unten schwere Kavallerie und Granadiere rekrutieren. Bitte sagt mir mal, was ihr dazu empfehlen könnt. Das müsste ich echt wissen. Bevor wir die Fußartillerie holen. Ich weiß ja nicht. Also, die Frage ist halt, wann machen wir Dänemark komplett fertig? Ich will da nicht zu schnell vorgehen, denn sonst pissen uns die Leute irgendwann alle aufs Dach. Bombardierschiff. Alter, wir können krasse Sachen erforschen. Junge, Junge. Ich will jetzt aber erstmal, wo ist denn hier mein Dingens da? Ich will noch einen Handelsvertrag mit Savoyen. Mit Persien können wir auch einen machen. Stimmt ja. Handelsabkommen anbieten für eine einmalige Zahlung von 1000 Kronen. Wunderbar. Ja, mit Savoyen machen wir das jetzt auch. Gut. Also für 1000 Kröten kriegt man eigentlich immer einen Handelsvertrag. Das ist doch ganz ordentlich. Jetzt sehen wir mal die Listen. Mal gerade hier gucken. Dänemark, Moskau, Kasan und Minsk. Kasan ist noch von den Steuern ausgenommen. Aber ansonsten kriegen wir von überall Steuern her. Ja, das ist ja okay. Okay. Zeigen wir mal meine Regierung, ob wir irgendwas Neues hier haben. Nächste Runde 13.000 Kröten. Das heißt, das Geld hätten wir wieder drin. Ich glaube, wir haben diese Runde 11.000 gekriegt. Prestigerang grandios. Protestantismus, absolute Monarchie. Karl der Zwölfte. Politik. Ist okay. Ach.
In Karelien erheben wir auch keine Steuern? Ach so, genau, weil da die Stadt ja wachsen soll, ne? Das ist aber, glaube ich, schon passiert, ne? Siebenhundert bringt das. Ich glaube, auf die 700 können wir fast verzichten, ne? Brächte auch nur 400, dann würde ich eher sagen, belassen wir es mal noch bei der Steuerbefragung, weil ich glaube, diese blinkenden Dinger, die fallen ja dann weg. Und dann haben wir auch noch Städtewachstum. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, wir können natürlich auch die Besteuerung der Unterklasse insgesamt ein bisschen niedriger ansetzen. Ich muss nur gerade hier ein bisschen gucken. Dann können wir sie besteuern, dann wächst die Stadt mal immerhin. Quä. Also in der Regel, einige von euch haben halt gesagt, lasst die Steuern nach Möglichkeiten immer niedrig. Und ich glaube, wir können es uns auch momentan sogar leisten. Na, okay, gut, das wäre vielleicht ein bisschen arg wenig. Kriegst du öffentliche Ordnung Dänemark? Ja, aber so. Dreihundert Kröten mehr. 8 statt 11 Runden. Ja, wir lassen sie mal noch ein bisschen. Wir lassen sie da mal noch ein bisschen außen vor. Okay, schauen wir mal rein gerade. Pro Fitnessrunde 9700. Okay. Also wir kriegen ja jetzt auch ein bisschen mehr Geld durch den Handel. Wir bleiben beim Adel mit ein ganz klein bisschen mehr Steuern. 75%, das ist doch eine gute Sache. Haben wir irgendwo schlechte Minister? Momentan eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben eher gute Minister. Handelsbilanz sieht ganz gut aus. Oh, mit Venedig können wir nicht handeln. Hatten wir da nicht vorhin mal einen Handelsvertrag oder so? Okay. Wir brauchen. Also wir können ja mal abwarten. Ich denke mal, es wird nicht lang dauern, bis uns Polen-Litauen nochmal den Krieg erklärt. Ansonsten können wir natürlich versuchen, bei denen irgendwie die Gebäude zu sabotieren oder sonst irgendwas. Aber pass auf, lauf da mal ganz kurz hier runter und schau mal, ob die Preußen da schon wieder Zeug veranstalten wollen. Das machen sie nicht, nee, ne? Ja. Also ich denke, wenn wir mit der Truppe angreifen, dann haben wir sie auf jeden Fall im Sack. Aber definitiv. Bei der Flotte warten wir noch ein kleines bisschen. Ja, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles gut und sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.